Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute nochmal, oder wieder, sagen wir es so, der Winter hat ja gerade erst begonnen, im Schnee unterwegs mit den E-Bikes. Und hier ist schon voll Winter Wonderland. Das sieht man natürlich noch viel besser, wenn man nach vorne blickt. Und auch hier diese großen, dicken, langen Eiszapfen, das ist immer ganz besonders und gibt es einfach nicht immer zu sehen. Bei Schnee macht es natürlich Sinn, die Routenwahl auch mal über Teerstraßen laufen zu lassen, weil da kann man einfach noch entspannter fahren und ja, dann eben nur so viel wie nötig oder wie geht. Also vorher der kleine Trailabschnitt, der war natürlich super, da war noch nicht so viel Schnee weiter unten, eben einzubauen. Und später landet man dann eh im tiefen Schnee mit den Gamaschen. Und hier ist aber auch komplett Winter Wonderland. Ja, wenn es sogar auf der Hauptstraße wunderschön winterlich ausschaut, dann tut es in den Seitengassen umso mehr. Und so wurde die Winterlandschaft besser und besser und besser, je weiter rauf und hinter wir natürlich gekommen sind. Und gerade dieser Steg hier, der ist im Sommer schon cool, finde ich, im Winter aber ganz, ganz besonders. Und ja, bleibt auf jeden Fall dran, denn es geht noch so richtig zum Gipfel und das durch super schöne Schneelandschaften die ganze Zeit über. Ah, es geht besser als gedacht. Eigentlich sogar ziemlich gut. Haben wir voll Glück gehabt, weil das weiß man ja vorab immer nicht. Und deswegen hätte es auch sein können, dass wir das schon alles schieben müssen. So, Zeit zum Gamaschen anziehen. Dazu nehme ich euch jetzt mal im Zeitraffer mit, weil das Gewusel ja doch auch immer ganz lustig ausschaut. Und so eine Gamasche anzuziehen ist auch immer ein bisschen tricky. Von hinten geht's, aber muss man auch wissen. Und los geht's. Wurde es auch schon Zeit zu schieben, wobei wir zwischendrin auch immer mal wieder fahren konnten. Solange es flach ist, geht super zum Fahren. Wenn es dann steiler wird, ja, hilft nur noch die Schiebehilfe. Aber das ist ja eh voll super. Und außenrum ist es einfach nur wahnsinnig schön. Mehr geht gar nicht an Winterlandschaft, wenn die Zweige so verschneit sind. So idyllisch. Ja, auch wenn es noch so idyllisch aussah, ein bisschen Plagerei war es dann doch. Aber so wollen wir es ja auch haben und so haben wir es bekommen. Machen wir nochmal kurz an, weil das jetzt auch einfach ein grandioser Ausblick, finde ich. Und jetzt auch nicht mehr allzu weit. Da oben spitzelt schon das Kreuz raus. Weil jetzt ist der Schnee so hoch, dass er zum Teil über die Gamaschen, also oben von oben reinfällt. Und an der Führung ist Spurwechsel. Das möchte man nicht meinen, aber selbst wenn die Fußstapfen schon da sind, das Radl neu zu spuren, ist auch echt anstrengend. Ja, wie so oft im Leben, kurz bevor man es geschafft hat, wird es nochmal knackig. Und das ist auch so ein Gipfel, auf den das zutrifft. Ja, jetzt schauen wir mal, ob die Aufnahme so rum auch klappt. Hier ist es echt ordentlich steil. Da muss man ein bisschen mithelfen. Und naja, bis jetzt geht's. Läuft. Ja, so wie es ausschaut, kommen wir tatsächlich ohne einen einzigen Meter tragen am Ziel an. Super gut. Und ja, von mir ist halt ein bisschen weniger Lava drauf, weil ich einfach schon wieder ordentlich erkältet bin. Und dann ist die Motivation da immer nicht so groß, zu viel zu labern. Aber jetzt langsam bin ich in Fahrt. So, Gipfeljauschen. Bei mir mit Lebkuchen. Da noch Hanfisch. Und ich habe gerade festgestellt, wir machen ja auch ein Video für ihren Kanal. Und Martin ist ganz viel eingefallen. Ich habe schon gesagt, ich kann schon immer gut kopieren. In der Schule habe ich so gut abgeschrieben, dass ich manchmal sogar den Namen vom Nachbarn abgeschrieben habe. Das war ein Fehler. Ja, jetzt mache ich noch einen Gipfelschwenk für euch. Wartet mal. Und das ist die Aussicht. Schaut mal, was wir für ein Glück haben. Jetzt kommt richtig die Sonne raus hier hinten und dadurch ist es echt nochmal tausendmal angenehmer. Jetzt geht es mir auch echt besser, das merkt man gleich und das ist super fein. Und dann ging es auch schon los mit der Abfahrt. Da ist es so, je mehr Fußspuren, desto einfacher natürlich, weil dann ist es so ein richtiger
einen Trail schon wieder, fast wie im Sommer, wo man echt richtig Kontrolle hat und ganz normal fahren kann. Oder aber, wenn es noch nicht so viele Fußspuren sind, dann ist es besser, gar keine Spur zu haben. Denn im tiefen, unverspurten Schnee kann man auch relativ gut fahren, lenken und das Bike beherrschen. Das Einzige, was echt richtig gemein ist, ist leicht verspurter Schnee, wo so ein paar Spuren drin sind, weil da führt das Bike dann in alle möglichen Richtungen, wo man es nicht haben will, und das ist dann schier unfahrbar. Deswegen mein Tipp an euch, schaut entweder, dass der Weg viel begangen ist, sodass ihr dann ganz normal im Weg bleiben könnt, oder dass der Weg so gut wie gar nicht begangen ist, sodass ihr einfach eure erste Spur legen könnt. Dann macht das Biken im Schnee so richtig Spaß. Jetzt sind wir schon wieder deutlich weiter unten, haben noch mal ein bisschen Zwischenabhill. Wollte ich gerade sagen, jetzt geht's besser. Schon verschrien. Aber doch, es geht schon wieder deutlich besser. Jetzt kann man eigentlich wieder komplett fahren. Und dann wartet noch mal ein Mega-Trail, der hoffentlich auch super zu fahren ist. Weil manchmal hat es da dann plötzlich mehr Schnee, als man denkt.
Rate mal, was da gerade passiert. Ich zeige euch mal, mit was es zu tun hat. Richtig, man glaubt es kaum, aber das Kettenschloss ist aufgegangen und jetzt suchen wir das verlorene Glied. Ohne Kette und dem Schlepptau geht's zurück nach Hause. Und so schaut mein Fuß dann nach der Tour aus. Es ist einfach zu kalt. Also es ist wirklich krass, leider. Es tut auch höllisch weh. Ich habe aber da noch kein System gefunden. Also es ist einfach blau von der Kälte. Die werden dann auch wieder normal. Und auch das hier, dieses Weiße, ist leider auch Erfrierung. Nur halt nicht ganz so schlimm wie das Lilane. Und ja, also normal sind die Füße ganz normal farbig.